Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 in der Disaster Area. In der letzten Folge waren wir hier im Starlight Interstellar Theater und haben da ein paar Star Cores eingesammelt und noch so ein paar andere Dinge. Und ja, jetzt ist es wieder hell. Ich habe extra drin ein wenig gewartet, damit es wieder hell ist, damit wir hier auch mal tatsächlich was vom Video sehen können, was wir aufnehmen. Und wir gehen jetzt einfach mal hier nach oben und gucken, wo uns das hinführt. Dieses Starport. Würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Was ist das? Vault-Tec Among the Stars. Ah, ja. Da sollten wir doch auch noch rein. Ja, der Questmarker ist auch schon da fleißig am zeigen, dass wir da rein sollen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum. Was sagt der denn? Ach ja, stimmt. Für die Spacesuits, ne? Hier war noch irgendwas. Ich glaube, hier gibt es noch eine von diesen Medaillen, die wir sammeln sollen. Hier für Precious Medals. Mal gucken. Ne, Nuka Galaxy steht hier. Doch, da. Vault-Tec Among the Stars. Okay. Also hier müssen wir auf jeden Fall rein. Aber wo ist dann dieses Nuka Galaxy? Da ist das Theater. Da unten war nichts Besonderes, da war für Employees und so, ne? War ich auf der anderen Seite, war da noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber jetzt gehen wir erstmal ins Among the Stars. Und checken mal da die Lage. Gibt's bestimmt auch noch ein paar Star Cores, die Spacesuits müssen wir schnappen und die Medaille. Viel zu tun. Und natürlich muss ich auch immer noch nach Nuka-Cola und ein paar Tickets Ausschau halten und so weiter. Will ich ja schließlich alles haben. So. Satte 6 Star-Cores gibt's hier drin. So, gucken wir uns erstmal das hier an. Nuka-Cola, nice. Wir haben direkt schon mal zwei der Dinge gefunden, die wir haben wollen. Tja, okay, das war insane. So, Notchpan, ein paar Squirrels. Hier liegen zwei Bottle Caps rum. Übrigens, ich sehe mal wieder genauso wenig wie ihr. Ich konnte gerade nicht mehr erkennen, ob die Nuka Cherry da jetzt voll oder leer ist. Hier sind ein paar Folder, die nehmen wir mit. Hier die 50er Kaliber. Was ist das alles? Gott, ich sehe gar nichts. Vault-Tec Employee Key, den nehmen wir mit. Gut, dass ich den gesehen habe. Beziehungsweise, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn erraten. So. Da kann man dann. Da sitzt hier ein Toter. Ich hätte gerne deine Caps. Danke. Zeigt ihr mich schon wieder nicht an, wie viele Caps das waren. Das ist das Ding wahrscheinlich schon wieder kaputt. Rausgeglitscht oder so. Ach, hier sind alle Welter, alles klar. Ja, werf den Kerl einfach da runter. Wow, wow, wow. Okay. Alles klar, krass. Ja, wieso traue ich euch nicht? Oh cool, ich gerate direkt an den Legendary, wieso nicht? Ja, die anderen zwei scheinen hier kein Problem zu sein, die ballern wir so weg. Wow, 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 wow. Gut, dass ich da nicht stand. Naja, stimmt, der Legendary ist jetzt bestimmt geflogen. Klar. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Hallo? Unter uns scheinen noch deutlich mehr zu sein. Oh, danke für den Spacesuit. Irradiated Fat Man! Wow! 50 Points Additional Radiation Damage. Alter Schwede! Alter! Holy shit! Boah! Jetzt stellt mal vor, das wäre ein Supermutant gewesen und er hätte mit dem Ding auf uns geschossen. Da wäre kein Gras mehr übrig geblieben von uns. Da wäre überhaupt nichts mehr übrig geblieben von uns. Einfach als Puff weg.
Okay, hier kann man rein mit diesem Employee Key, den wir gefunden haben. Das soll ich natürlich auch tun, aber zuerst will ich den da oben noch auseinandernehmen. Komm her. Railway Spike. Stimmt, ich muss unbedingt mal gucken, wo man diese scheiß Railway Rifle bekommt. Die will ich haben. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nein, ich hätte gerne jetzt Starcore. Diesen Spacesuit. Diesen Folder. Falls hier noch eine Nuka-Cola steht, wäre das perfekt. Tut's aber nicht. Das ist nur Cutting Fluid. Na gut. Aber hey, 2 von 3 Dingen. Was will man mehr? Nicht viel. Ach so, der startet das neu. Alles klar. Ist der Handy-Greeter. Ich trau dir kein Stück. Das ist meine Begrüßung, Bitch. Wow, 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 Alter, Alter, Alter. Lass mich in Ruhe. Leute, vor lauter Laser kann ich gar nicht verstehen, was mir der Narrator erzählen will. Ja, hoffentlich. With Vault-Tec's modular construction techniques, new colonies can be established on almost any world in a matter of weeks. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wow. Alter, was geht hier ab? Okay, es scheint kein Feuer oder so zu sein. Also kein Gas, was irgendwie brennen kann, sonst wäre es ja schon längst in die Luft geflogen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und ich kann nicht sehen, was. Aber da höre ich irgendwas und das fühlt sich nicht gut an. Das war halt so komisch. Das ist bestimmt dieses Ding hier, ne? Okay, gehen wir einfach mal außen rum. Schauen wir uns hier von den noch Diffusionsets und so. Dude, das war Munition. Hast du eine Ahnung? So, erstmal Cartridges. Muni. Scheinen die Dinger zu sein. Ich kann die aber auch nicht abschalten oder so. Naja. Wir sind ja dran vorbeigekommen, von daher. So, das kann man nicht aufsammeln. Okay. War dann dieses Geräusch schon, ne? Hm, hier ist nix. So, Tür oder Dings. Ich entscheide mich für einfach runtergehen. Hallo. Hey, yo. Lass mich in Ruhe. Critical! Ich mit meiner coolen Brille, ey. Darf ich mal? Okay, das hätten wir. So, hier noch irgendwas. Nur noch eine weitere Tür. Ich schätze mal, das klärt sich dann von selber, wenn wir hier reingehen. Die geht zum Residentials. Okay, ich gehe doch durch die Tür. Au! Okay. Nur Optik. Alles klar. Und dann sind die anderen Türen vielleicht auch zu. Will ich mal gerade überprüfen, ob da man da tatsächlich rein kann oder ob das nur Fake ist. Das ist nicht Fake. Das ist sogar ein Spacesuit. Die ist Fake, alles klar. Ich nehme an, die hier ist auch Fake. Yep. Gut, haben wir das schon mal erledigt. War das schon mal geklärt. Hier runter zu den zu den Residentials. Hallo. Hm.
Comfort zur Form. Zum Beispiel an Mr. Handygüter, der dann umbringen will. Wenn dem so ist, vielleicht will mir auch gar nichts tun. Wir schießen einfach. Ich weiß nur eins. Ich schieße da drauf und der sagt mir, das Ding ist rot. Also, es will mich töten, noch bevor ich darauf geschossen habe. Also, schieße ich, bevor das Ding mich erschießt. Ich bin halt paranoid, kann ich nichts für. Oh, ein Expert Sliding Door. Okay. Aber erstmal hier drin umsehen. Wie, das ist gestohlen. Naja, ist sowieso nichts Interessantes dabei. Was brabbelt da so vor sich hin? Oh, hallo Quarz. Nice. Gebratene Nuka-Cola. Auch cool. Ew, was ist das? Wow, 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 Alter. Wisst ihr was? Nimm den. Aua. Mal kurz heilen. Ich schaff nochmal eine rein. Oh, oh, hallo. Weg da. Na klar, ich bin zu schwer. Gut, dass wir mir so früh Bescheid sagt. So. Nochmal einen erwischt. Was auch immer da ist, kannst du bitte mal die Fresse halten? Du nervst. Oh, fast Level up. Nice. So, mal gucken, ob ich den von hier aus erwische. Ja, ohne AP bestimmt nicht. Stimmt ja, ich bin zu schwer. Hab ich dran gedacht. So. Okay, der brennt. Das gefällt mir nicht. Explodiert der? Nein, okay. So, erstmal die Knarre wegpacken. Hier reinlatschen. Und das hier mitnehmen. Yay! Da war ein Stift drin. Okay, das ist jetzt ein wenig enttäuschend, aber naja. Den Pets werde ich trotzdem mitnehmen, denn die wiegen nichts. Okay. Lass mich raten. Oh, ich habe den Schlüssel dafür benutzt, lol. Ich dachte eigentlich, das ist ein Fake. Wer will was von mir? Wow! Alter, Alter, Alter. Wo ist meine Shotgun? Wo ist dieses Vieh? Und den. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Sogar schießen. Da oben. Da unten ist er. Im Boden. So. Okay, ich hatte irgendwie Glück. Ich habe ihm sofort die Beine irgendwie abgeschossen, wo ich ihn nicht sehen konnte. Ich glaube, das war gut. Ansonsten hätte das sehr viel schwerer werden können. Danke. Danke. Ich würde eigentlich die Knarre aus der Hand nehmen, aber das darf ich natürlich nicht tun. So, jetzt. Geh doch mal hier weg. Alter. Flipleiter, okay. Hier ist schon wieder diesen Liquid Descenter, was auch immer das ist. Ich weiß nicht mehr, wie man das genau ausspricht. Okay, jede Menge Typen. So, noch so ein Employee Key, nehmen wir mal mit. Operations Terminal. Ist das ein Fake? Auch nicht. Es wird kompliziert, Leute. Es wird kompliziert. Ich weiß jetzt schon nicht genau, wo ich hier bin. Ich weiß nur, wie ich zurückkomme. Master Sliding Door. Fei. Oh, wei. Ihr wollt unbedingt, dass ich mich verlaufe, oder? So, war hier noch was? Nee. Step into your spacious private suite. Equipped with all the comforts of home. Ah ja, genau, da war's auch drin. Okay. Bis hierhin ist alles linear. Nein, ist nichts Interessantes mehr. Da soll man wohl weiter. Was da ist, weiß ich nicht. Aber jetzt muss ich Porter erstmal ein paar von meinen Sachen geben, sonst kann ich mich gleich überhaupt nicht mehr bewegen. So, hier hast du ganz, 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 ganz viel Zeug. Das hasse ich ja, ne? Dass, wenn er mir nicht sagt, dass er nichts mehr schleppen kann. Okay, wenn er selbst Wonder Glue nicht tragen kann, kann er gar nichts mehr tragen. Da wäre mir auch gut abgenommen.
So, darf ich? Oh, hallo. Lunchbox. Hallo, ich würde die gern haben. Dass da nichts drin war. Gut, dass ich meine fette Power Armor anhab. Sonst wäre ich hier danach wahrscheinlich schon wieder total verstrahlt. Das geht jetzt schon ganz schön ab. Die sind ganz schön viele Reds. Aber ich kann das aushalten. Ich habe auch genug Red Away dabei. Die Dinger hier sind das. Die strahlen so fröhlich vor sich hin. Oh, ich habe meine Shotgun noch. Und ich bin tot. Okay. Habe ich jetzt einfach nicht auf mein Leben geachtet oder hat mich da irgendwas getroffen, was ich jetzt nicht gesehen habe? Okay. Das war jetzt seltsam. Ich habe keine Ahnung, wo mein letzter Save Point war. Wahrscheinlich am Anfang, als ich reingekommen bin, ne? Das ist jetzt scheiße. Aber das war jetzt auch echt komisch. Warum bin ich jetzt so schnell gestorben? Hatte ich echt so wenig HP? Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber wieder am Anfang. Und wow, ich habe echt die Munition, fällt mir gerade mal auf. Okay, wenn ich nach der Session hier zurückgehe, dann muss ich echt mal zusehen, dass ich wieder eine andere Waffe mitnehme oder so. Wenn ich was mitnehmen kann. Jetzt weiß ich auch, warum der hier auf einmal angefangen hat, über die Nuka-Dings zu reden. Über die Vaults zu reden, weil hier nämlich ein Vault mit drin ist. So, Vault der Caps, Nuka Cherry. Bla bla, bla bla. Bla bla. Hey. So, diesmal gehen wir in den Junk von Anfang an. Wir müssen ja jetzt schon ganz schön viel haben. Also kann das auch direkt mit sich rumschleppen. Wenn jetzt vielleicht noch nicht ganz voll ist, aber egal. So. Ja, vielleicht morgen. Kaputt. Seriously kaputt. Der ist kaputt. Kaputt. Arcturus Prime, a frontier colony in the year 2291. Junkies Fatman. Ja, jetzt habe ich einen anderen Jack Fatman, aber weißt du, das increasing amounts of damage the more withdrawal effects you saw. Okay. Okay. Der addicted Bild hat seine Begründung. Schade, der andere war aber besser. Der andere war echt besser. Das safen sollen, als ich den bekommen habe. Aber ich habe jetzt auch echt nicht damit gerechnet, dass ich da so schnell verrecke. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt so schnell verreckt bin. So, darf ich mal? Danke. So, das Spielchen hier kennen wir jetzt auch schon. Danke, danke. War hier noch irgendwas? Nö. Ja, schießt ihr mal. Aber halt mich bitte da raus. Oh, cool. Boom. Kaputt. Und boom. Kaputt. Boom. Boom. Kaputt. Ja. Ist praktisch, wenn man weiß, wo was ist. Oh, den habe ich übersehen. Aber der war noch nicht aktiviert. Bla bla. Halt, Munition will ich haben. Die erst recht. So, das ist fake, ne? Yep. Das will ich haben. Das auch. Ist hier irgendwas rum? Nichts Interessantes. Hier ist noch ein Laser-Turret. Dieses blöde Zeug da. Scheiße, irgendwie so ein Elektromagnet oder so. Darf ich mal? Darf ich dich mal ausziehen? Danke. Sehr freundlich von Ihnen. Oh, das war die Fake-Tür. Okay. So.
Jetzt wissen wir es aber besser. Erstmal quicksafen. Erstmal dem hier einen in den. Ich würde sagen, ins Hirn zwiebeln, aber das Ding hat ja gar kein Hirn. In die Hardware zwiebeln. Au. Ups, das wollte ich. Ich würde da weggehen. Mit vereinten Kräften haben wir es irgendwie geschafft, dieses Ding binnen Sekunden auseinanderzunehmen. So, darf ich mal? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier einfach runter zu jumpen. Keine Ahnung. Die Sache ist, ich weiß ja nicht, wo ich bin. Und ich will immer vermeiden, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Das ist nicht sehr vorteilhaft. So, guck, guck. So. Step into your spacious private suite. Wo waren die anderen? Hier war da noch einer, oder? Dude! Oh wow, mit einem Schuss, cool! Aua! Hey! Ach stimmt! Dich habe ich total vergessen! Genau! So, Wonder Glue! Wonderful! Svadius. Ach, das ist die Expert Door, die mal später. Hört sich so an, als wäre dahinter irgendwie so ein Stromaggregat oder so. Hört sich jedenfalls genauso an. So, darf ich dein Zeug auch noch haben? Danke. Das ist das ganze Zeug, was aus irgendeinem Grund gestohlen ist. Quarz. Leeren Flaschen. Das ist auch nichts im. Aber hier war doch auch noch ein Gegner. Enjoy a rich, varied diet. Locally sourced by your colony's own type of plant. Just smell. Also ich weiß nicht, wie frisch das sein soll. Aber auf mich macht es keinen sehr frischen Eindruck. Ja, schießt ruhig weiter auf euch. Euch gegenseitig kaputt. Oh. Ja genau, schnappen wir vor da. Er hat keine Chance. Komm her. Wo ist das Ding hin? So, darf ich mal? Hehe. Oh, wo kommst du denn her? Keine Ahnung, aber er ist kaputt. So. Kann mal heilen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Oh. Ja, das sieht doch lecker aus hier. Melone. Smart Food. Lecker, lecker. Noch mehr Smart Food. Ein paar Karotten. So leise brauche ich jetzt nicht. Bla bla bla. Wo kommt immer dieses blöde Dings her? Ach, vielleicht mein Head crippled? Kann das sein? Vielleicht mal gucken. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob was hier noch so rumliegt. Wenn hier noch irgendwas rumliegt. Nee. Ja, ja. Ich weiß. Ja, ja, ich weiß, komm mit Zone und so weiter. Ja, ja. Oh, hallo. Also wenn ich hier einmal im Kreis gelaufen, kann das sein? Exit Zone. Erstmal nochmal Quick Save machen. Bitte nicht nachmachen. Quick Save mitten im radioaktiven Nebel. Nicht empfehlenswert. So, Lunchbox. Diesmal war sogar was drin. Zwar nur ein Baseball, aber immerhin. Into your spacious private suite. Equip all the comforts of home.
So, jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Expert-Tür hier. Die aus irgendeinem Grund nicht aufgehen will. Seltsam. Ich frage mich, wieso. Aber die kriegen wir schon noch auf. Die kriegen wir schon noch auf. Ganz rechts? Auch nicht. Dann muss es ja eigentlich hier irgendwo sein. Dazwischen? Ja. Nice. Nice. So, Starcore. Fusion Core. Ich kann nichts sehen. Das war. Okay, doch. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, Dude, ich habe keine Energie mehr, aber ich laufe trotzdem. Project Consumer Guides, okay. Aber erstmal hier den Control Room Key. Project LED Terminal. Oder Lead Terminal, kann auch sein. So, hören wir uns erstmal das Ding hier an. Civilian employees are starting to experience extreme headaches similar to the previous study. Luckily, the associated depression has not surfaced, so suicides aren't expected to be an issue yet. Okay, toll. The increase in subliminal messaging frequency continues to have little to no effect on many visitors. But the speed at which the park staff was affected does show that some level of success has been achieved. I recommend moving forward with the audio tours for the next project. Perhaps a higher frequency of messaging fed directly into a consumer who can focus will be more effective. Krass, also sogar in einem Vault, in einem Vault, der kein richtiger Vault ist, haben sie soziale Experimente gemacht. Wow, Vault-Tec hat ihren Job echt verdammt ernst genommen. Naja, ihren geheimen Job. Einen geheimen Nebenjob. Perception da, Charisma da, Agility da. Okay, ich glaube, mein Kopf ist echt. Aber da steht nichts davon. Ist das schon wieder irgend so ein Bug-Dingens-Scheiß? Was ist das hier eigentlich? Warum ist hier ein leerer Perk? Leute, Fallout ist nach wie vor broken. Aber naja. So, mein Ammo-Count ist inzwischen ganz schön niedrig. Entweder ich muss die Knarre umbauen für die. Für eine Munitionsart, von denen ich viel, viel mehr habe. Oder ich muss mir was anderes Schlaues einfallen lassen, eine neue Waffe mitnehmen. Vielleicht wieder die alte Righteous Authority. Die macht ja immer noch ihren Job. Die habe ich ja nicht wirklich ausrangiert, nur im Moment. So, das Messer kannst du gerne behalten. So, hallo? Ja, ja, komm her. Hehe, das hat gut funktioniert. Aber diesmal wusste ich ja auch, was kommt. So, her damit. Hatte ich nicht vor. So, das Ding mal nachladen. Oh, das können wir alles brauchen. Das können wir brauchen. Die stecke ich mal wieder ein. Hm? Okay, ist wahrscheinlich nur so ein kleines Stückchen von dem Roboter. Nichts Wichtiges. So. Noch so ein Employee Key. Cartridges. War ich hier schon dran? Ich glaube nicht. Hm. Da war ich auch noch nicht drin. Es wird kompliziert, Leute. Es wird kompliziert. Ah, leider müssen wir jetzt an dieser Stelle hier Schluss machen. Am besten ist, ich bleib in diesem Raum hier, damit ich weiß, so ungefähr, wo stehen geblieben sind. Ich mache einfach hier so Sams Aran-Style, stelle mich hier in diesen Pot. So, und hier müssen wir dann die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Episode Fallout 4 wieder. Bis zum nächsten Mal.